Ich bin's. Allee. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Arme hoch. Uff. Sie hat geredet. Hey. Schon okay. Warte mal, ist das nicht das alte Krankenhaus, wo sie gerettet wurde? Von Joel? Warum ist sie hier? Wieso? Hab einiges zurückgelassen. Warum sind wir hier? Was ist das? Wahrscheinlich Berichte über ihre Untersuchung, oder? Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unsere Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Thank you.
wenn sie herausfindet, dass sie die einzige Person war. Also wenn sie das herausfindet, ohne dass Joel ihr das sagt. Ich meine, selbst dafür ist es schon zu spät, aber wenn sie das jetzt alleine herausfindet. Das ist aber schon ein bisschen gruselig, hier wieder zu sein, ne? Ist eigentlich schon sehr geil gemacht, muss man sagen. Also, dass man jetzt hier nochmal herkommt. An den Ort, wo... Guck mal, hier sogar der Blutfleck von dem Doktor, der ist hier noch da. Aber wo sind die hin? Selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige... Oh oh. Ellie! Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen? Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig.
Oh. Ich glaube, seitdem war ihr Verhältnis sehr, sehr eingefroren. Kann das sein? Ich weiß nicht mal, oder wir wissen nicht mal, ob die sich wirklich mal so richtig vertragen haben. Ich meine, wir haben ja gesehen, Anfang des Spiels, von wegen Gitarrenstunden und sowas, also, die sind sich ja schon wieder näher gekommen. Je mehr, desto besser. Aber ich glaube, das war... Das stimmt, Curtis and Viper. Oder Viper. Ich glaube, das war seitdem war das immer so ein. Wie so ein Splitter, der da in diese Beziehung drin steckte, wisst ihr? Und wo sind die schon wieder hin jetzt? Wo sind wir eigentlich? Lol, wir sind hinter der Bühne, oder? Ich meine, ist die Frage so. Entscheidet ihr mal, dass ihr euer Kind oder sowas, was auch immer, sterben lasst? Damit die Welt halt irgendwie einen Impfstoff hat. So. Das zu entscheiden oder das irgendwie in die Hand zu nehmen. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass man immer sich für die Welt entscheiden würde. Hundertprozentig. Also mal ernsthaft. Kannst du nicht. Natürlich wäre das die einzig richtige Möglichkeit gewesen. Wobei, wäre es die richtige Möglichkeit gewesen? Wenn man sieht, was für Organisationen da irgendwie dann diesen Impfstoff gehabt hätten. Vielleicht wäre dieses Impfstoff benutzt worden, um nochmal die Position zu stärken, von wegen, yo, wir sind diese Gruppierung, die einzig wahre, wir haben Impfstoff, wenn ihr euch uns gegensetzt, irgendwie, bam. Weiß man halt nicht, ne? Man weiß aber genauso wenig, ob es halt nicht auch in die andere Richtung gegangen wäre. Altes Problem, soviel ich weiß, gibt es dafür keine moralische Lösung, ja? Das ist eine Entscheidung... Dina? Jesse? Ich meine, im Endeffekt... das ist ganz schwer. Naja, aber die Firefly waren ja gegen die Regierung. Ja. Toll. Lol. Wo sind die zwei? Schön das aussieht, wenn das Licht an ist, ne? Hab ich noch gar nicht gesehen. Wieder ein Netzwerk. Was redest du die ganze Zeit, PlayStation? Was ist los mit dir? Das ist immer noch das Beste. Ich glaube, sie hat das geträumt, oder? Wenn wir so irgendwie in die Vergangenheit irgendwie reisen, dann träumt sie das, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder erinnert sich halt. So schön, das klingt so schön. Willst du Halleluja? Ja, nee, damit fangen wir jetzt nicht an, Leute. Wir hatten da gestern, glaube ich, locker eine Stunde dran gesessen oder so. Das lassen wir jetzt mal ganz schön sein. Oh.
Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür von uns verriegeln. Okay. Los geht's. Auf deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann, wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Ich habe mir aber schon gedacht, als man am Anfang das gesehen hat, wie Ellie und Joe miteinander umgegangen sind, dass das schon bekannt war, dass das irgendwie rausgekommen ist. Das haben wir jetzt ja schon gesehen. Also die waren ja nicht umsonst so distanziert zueinander, das hat man ja schon gemerkt, fand ich, oder? Los, hilf mir rauf. Bitte heißt das. Okay. Was ist los mit dir? Also, Jesse war vorher mit Dina zusammen. Okay. Ich will nur Dina sagen. Und ich denke, er weiß auch, dass das wahrscheinlich von ihm ist, das Kind. Also, ich glaube, so viel rumgetrieben hat sich Dina dann nicht. Danke. Also, ab zum Aquarium, ja? Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich erzählt, dass du es wusstest. Hast du das? Meinte ich nicht. Oh, das ist auch interessant. Dina weiß gar nicht, dass Jesse weiß, dass sie schwanger ist. Glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Na klar. Sind zurück nach Jackson. Okay. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, dass sie die am Leben lässt.
Also ich glaube, wie man gesehen hat, jetzt gerade nachdem sie halt diese Nora umgebracht hat, als sie dann hier im Kino war, man hat es ja auch an ihrem Blick gesehen, dass sie schon sehr erschrocken auch irgendwie über diese Situation, über sich selbst war wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, das nimmt Ellie so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Alter, keine Ahnung, ey. Natürlich ist dann wieder das Thema, das ist ja schon die ganze Zeit Rache, 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 endloser Kreislauf und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde das genauso ähnlich schwierig wie genau das Thema, ob man jetzt in der Person von Joel, dass man sagt, yo, ich lasse Ellie am Leben oder yo, ich opfere Ellie für die Welt. Ja, das sind so krasse Themen, wo man selbst sich gar nicht so richtig reinversetzen kann, weil man einfach diese emotionale Bindung quasi gar nicht hat in der Hinsicht. So oder so ist es gerade sehr, sehr verwurschtelt, finde ich. Und Tommy ist immer noch nicht da. Der ist irgendwie eine Legende. Der ploppt irgendwann auf wie Gandalf, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wie hättest du denn rein aus dem Bauch raus entschieden bei Ellie? Ich glaube, ich hätte genauso entschieden wie Joel. Sag ich ganz ehrlich. Mist. Versperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir es. Ich finde seine Stimme irgendwie sehr, sehr beruhigend. Und man hat Tommy am Anfang einmal gesehen, dann irgendwie im Flashback die ganze Zeit. Und seitdem nie wieder. Wo ist Tommy? Was macht er? Da hinten ist Licht. Danke, Jesse. Blockiert? Ja. Ich meine, ich glaube, was wir auch immer wieder vergessen, Leute. Ich meine, wir reden, was wird aus den Dreien, was wird aus der Schwangerschaft, was wird daraus. Wer sagt denn, dass die überhaupt alle überleben? Also ich meine, Gott bewahre, aber... Ich meine, ihr wisst, was das für ein Spiel ist und ihr wisst, was wir bisher gesehen haben. Wer sagt denn, dass wir alle so durchkommen, wie wir jetzt hier gerade uns vorfinden? Also jetzt mal ernsthaft, wer sagt überhaupt, dass Ellie bis zum Schluss irgendwie, ne? Also ich meine ja nur, wir machen uns die ganze Zeit Gedanken darüber. Ich weiß nicht mehr, ob sie uns nach Jackson folgen werden. Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Mhm. Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Aber weißt du das hundertprozentig? Ich meine, die Scars, die sind halt komplett todesbrutal. Die sind halt irgendwie auf ihrer, weiß ich nicht, biblischen Himmelsfahrt. So habe ich das Gefühl. Und töten jeden, der irgendwie nicht rein ist oder nicht gläubig oder sowas. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. So wäre es beeindruckt gewesen. Oh ja, mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Hauptsache Alessio geht's gut. Nicht schlecht. Warte mal, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 90, glaube ich, ne? Ich will auf jeden Fall den Entfernungsmesser haben. Ich weiß nicht, ob das eine Art Visier ist oder so. Das wäre halt mega geil. Oh lol, wir brauchen noch 6 Tabletten, Leute. Ich meine 6 mal Schrott, glaube ich, war das, ne? Nicht Tabletten, was laber ich da? Was ich mich frage, wie verbünden sich solche Leute, vor allem die Scars? Ja, wieso denn nicht? Ich meine, wenn Leute dieselbe Ansicht teilen, dann verbünden sie sich halt, ne? Das geht ganz fix. Und besonders bei solchen Sekten, da wirst du ja sowieso die ganze Zeit zugeleilt von wegen hier, das ist die Erlösung, der einzige Weg und blabliblub. Und Leute, die da sehr empfänglich sind, die sind da wahrscheinlich dann sehr, sehr schnell eingelullt. Das geht, glaube ich, schneller als man denkt. Ich meine, das kannst du ja genauso sehen wie zum Beispiel Streams. Ich meine, die Leute kommen ja hier im Chat auch zusammen, weil sie irgendwie das Gleiche feiern oder auf die gleiche Sache Bock haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sich da schon mal sehr schnell verbünden. Ja, aber die schießen doch alle immer sofort tot. Nein.
Ich glaube, dass sie einfach eine gewisse Ansicht von Leuten haben, zum Beispiel von anderen Gruppierungen, zum Beispiel bei den Skars. Ich glaube, dass sie von anderen Gruppierungen einfach eine Ansicht haben von wegen, die sind nicht gläubig, die sind nicht würdig und die kann man nur bekehren, indem man sie irgendwie reinigt, was weiß ich. Hast du ja gesehen, wir hatten ja diesen Moment, wo dieser Dude irgendwie am Strick hing und dann wurde da irgendwie seine Gedärmwurst wurde da irgendwie rausgeschnibbelt und dann auf einmal, ja, jetzt ist er gereinigt, jetzt ist er soweit. Was? Curry Channel ist eine Sekte? Nein! Das war ein allgemeiner Vergleich, Mann! Leute, ich bitte euch! Indominus Barre. Nein, aber so ist das. So funktioniert das halt, ne? Hilfst du mir mal? Nein, mach alleine! Du hast mir sowieso noch nie geholfen, Jesse! Du hast immer nur Scheiße gebaut, außer die Aktion mit dem Auto. Das war alles. Hier durch. Gut gemacht, Jesse. Geiler Typ. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Frag sie das doch selber. Also, ich meine, sie sagt es dir sicher. Ja, eben. So, Jesse, jetzt lass mal was zeigen, mein Freund. Jetzt lass mal was sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Fuck, oh fuck, oh fuck. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Wir sollten vielleicht nochmal zurück, Jesse. Oh lol. Wir haben keinen Stein. Jesse? 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 Oh Gott. Wo ist der? Vielleicht hauen sie ja auch einfach wieder ab. Vielleicht müssen wir sie ja gar nicht töten. Jesse? Wo ist der? Okay, nee, sie laufen die ganze Zeit die Patrouille, ne? Wir werden, glaube ich, hier bleiben, Leute. Frage ist, wie kann ich, LOL! Hä, der war da drin erstmal choppen, Alter! Was ist mit ihm los? Der war wirklich auf Klo gerade. Hey, was willst du? Junge, mach doch mal was alleine. Was zum? Hörst du das? Ich schau mal nach. Okay. So weit, so gut. Munition, let's go. Oh ja, Baby. Oh ja. Oh ja, Baby. Pfeile. Sehr geile Scheiße. Wir haben Pfeile, Leute. Wir sind wieder back in Archer-Modus. Ich meine, hier bei dem Einzelnen sollten wir jetzt, glaube ich, nicht den Pfeil verschwenden, oder? Leute.
Das wäre geil, wenn man irgendwie, wenn man so eine KI dabei hat, dass man irgendwie die Gegner markieren kann. Von wegen, du greifst den jetzt an und du greifst den jetzt an. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Ich glaube, ich habe was gehört. Nö. Guck mal nach. Okay, geh du mal hinter, bitte hinter dem Truck. Das wäre sehr schön. Nicht stehen bleiben. Bleib nicht stehen. Geh doch. Och, ernsthaft jetzt. Scheiße, die sehen das halt, ne? Original, ich habe bisher nicht einmal gesehen, dass Jesse irgendwas gemacht hat. Und das ist nicht mal böse gemeint. Er hat wirklich bisher legit nichts gemacht, Leute. Außer das Auto gefahren am Anfang. Oder bin ich da irgendwie verblendet? Haben wir was dabei? Wir haben eine Machete dabei. Oh, fuck. Oh, wäre das nur die eine gewesen, Mann. Ich glaube, da war was. Ich sehe mal nach. Hier ist nichts zu sehen. Aha. Danke, Jesse, dass du mitkommst. Ey, ohne Witz, ich fühle mich so viel sicherer. Ich meine, guckt euch das an, Leute, wie krass das ist, oder? Ist er nicht krass, Alter? Ist er nicht krass? Was machen die denn für eine Bolognese? Jesse, du kannst schießen, das ist ja der Wahnsinn. Oh lol, noch mehr. Komm, Jesse. Mit der Schrotflinte aus dieser Entfernung? Wer wird's gewinnen? Wer wird das Duell gewinnen? Jesse oder die Dame? Jetzt bieten. Jetzt bieten, Leute. Oh, wird's Jesse sein oder doch nicht? Komm, Jesse, zeig dich. Muss auf Klo, oder was? Willst du mich verarschen? Ist es denn? Und du willst Vater sein, oder was? Das dürfte reichen. Jetzt raub... Scheiß Mann. Nee. Echt schießwütig. Sie führen Krieg mit dem verdammten Colt. Hab sie drüber reden hören. Seraph hinten... Das dürfte reichen.
Habt ihr gehört, wie er Skull rausgehauen hat? Das dürfte reichen. Ja. Ist original gerade einfach mit ihr um die... Also, Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt es Gas. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt. Oh, das tut aber... Das ist aber auch schmerzhaft, ne? Mal eben kurz eben die Details checken hier. Oh ja. Lecker. Darauf eine Mettwurst. Mm. Es ist unfassbar. Also was die Unterstützer-KI angeht, erinnert mich das so sehr an Teil 1. Aber ich muss sagen, die Gegner-KI ist eigentlich, gefällt mir bis dato sehr gut. Sag ich ganz ehrlich. Wobei mir Dina bisher auch gut gefallen hat. Ich meine, Jesse ist ja irgendwie so ein Spezialfall, habe ich das Gefühl. Der hat bisher irgendwie, weiß ich nicht. Der macht mir irgendwie Angst. Mann, ey. Ich meine, guck mal, der ist fast doppelt so groß wie ich. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Man, Jesse, ey. Das ist wirklich, du kannst doch nicht die ganze Zeit Ellie alles alleine machen lassen. Ich meine, wir kommen zurecht, also keine Sorge. Wir sind vorher auch zurechtgekommen, Jesse. Alles gut, ne? Mach dir da mal keine Gedanken drum, aber... Ich meine ja nur... Kommen wir hier irgendwie rein? Ich glaube nicht. So. Dann mal go. Jesse, also es wäre schön, wenn du vielleicht noch ein bisschen den aktiveren Pfad einnehmen würdest. Das wäre... Ja, mich zum Beispiel nach vorne schubsen. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal toll, Jesse. Danke vielmals. Das ist sehr nett. Das freut mich. So ungefähr. Sei mal nicht so, ohne ihn wärst du total aufgeschmissen. Stimmt. Was wäre nur aus uns geworden? Also, ich sag dir ganz ehrlich, bis auf die eine Situation mit dem Auto vielleicht, dass er da irgendwie ins Auto gestiegen ist und weggefahren ist. Schön und gut, aber der Rest... Bisher Jesse sehr mau. Muss man schon ehrlich sein, Leute. Also, ist ja alles schön und gut, dass wir miteinander befreundet sind, aber bisher schon, ey. Ne? Er denkt genau das Gleiche. Der ist so mager wie die Performance von Jesse. Okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie zu Tode haten, ne? Ich meine, vielleicht kommt ja noch sein Big Moment. Was ist das für Poster? Ein Haufen Comics. Moment. Was ist hier passiert? Comic-Con, da warst du doch vorhin. Von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Stell dir vor, Ellie hätte mal auf die Gamescom gekonnt, Alter. Oder die wirkliche Comic-Con halt. Der Obershit. Oh, oh, ah! Boah. Oh Gott. Allergie ballert wieder komplett rein, ey. Warten Sie bitte kurz ein bisschen Geduld. Ellie muss sich kurz die Nase pudern.
Aber ich habe niemals, also ich habe wenigstens nicht auf dem Monitor gesaugt. So, wo ist er jetzt hin? Achso. Hä? Jawohl, Jesse, klasse. High five. Wie viele Pfeile haben wir? 4, okay. Immerhin. Besser als gar nichts. Da können wir auch... Ui, das, wenn das mal nicht runterrutscht, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Also wir müssen ja nicht mal da drunter durchkriechen, aber... Übrigens, danke für die Gesundheitswünsche, Chat. Liebe geht raus, lasst mein Herzchen da, Leute, für euch. Aber lasst mal erstmal ein Herzchen da für die Mods. Die müssen nämlich wieder aufpassen, dass hier keine Idioten reinkommen und die ganze Zeit irgendwie rumspoilern oder so. Ich glaube, das haben die mehr verdient. Ein kleines blaues Herzchen für die Mods, glaube ich, sollte drin sein, oder? Komm schon. Komm schon, Leute. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Ausballern da die Herzchen. Jawohl. Sehr schön. Genau so. Jawohl, guck mal, da freuen sie sich. Außer für Lincoln, der frisst nur. Das hat er selber gesagt. Gerade. Bin auch noch am Essen. Okay, mach die Herzen wieder weg. Wir streichen das Ganze. Wir streichen das. Hallo. Hört auf. Reicht, die fressen nur. Die futtern nur. Mann, ey, da bist du ja einmal ein bisschen... Ich glaube, ja, Hemas Nahrung ist es tatsächlich irgendwie Leute zu timeouten oder so. Ich glaube, der lebt einfach von Mod sein. Wirklich. Wirklich. Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Ja, sie wird es dir schon selber sagen. Mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Lass mal wegrennen. Jetzt lass uns doch erstmal hier durchkommen, Leute. Weißt du, die haben schon einen Plan. Das ist ja genau wie, wenn du planst, ich kaufe mir das und das und du hast nicht mal das Geld dafür. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Oh lol. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Verdammt. Müssen wir wohl schwimmen? Ja, natürlich. Auf geht's. Oder? Warte mal. Ja, doch. Ich glaube, wir müssen schwimmen. Okay, dann mal runter. Let's go. Ab zum Riesenrad, Leute. Kannst du? Danke. Ich bevorzuge das, wenn Leute mir nicht die Hand irgendwie die ganze Zeit ins Gesicht hauen. Alter, das ist aber schon ein weiter Weg, ne? Wieder. Okay. Wohin jetzt? Was ist das? Ich arbeite dran. Ja, wir könnten schwimmen halt, ne? Oder da über den... Auf den Ast kommen wir nicht, oder? Nee. Da kommen wir nicht lang. Also wir können hier runterrutschen. Dann kommen wir aber nicht mehr hoch. Warte mal, das kann ja nicht sein. Aber wir müssen vielleicht sogar auf den Ast. Parking. Psst, Infizierter. Ach du Scheiße. Müssen wir hier wirklich runter? Okay. Dann wollen wir doch mal, Jesse. Auf geht's. Nein, das sind wieder diese... Och, hör doch auf, ey.
ist wieder diese Stalker-Scheiße. Hör vielleicht ins Wasser? Sehr gut. Voll, voll, voll. Vielleicht müssen wir sie gar nicht töten. Das sage ich immer wieder. Und trotzdem müssen wir sie dann töten. Bitte, dass ich den Fall da hoch. Oh, ich kann den Fall. Doch, kann ich, oder? Yes! Ich glaube, Headshot können wir den Fall. Uiu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 i. Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Okay, da vorne ist ein. Das ist ein normaler Klicker. Das müsste eigentlich easy sein. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ins Wasser sollten wir nicht. Das ist sehr laut. Okay, ohne Pfeil vielleicht. Ah. Was genau macht Jesse da hinten? Ich habe keine Ahnung, was Jesse macht. Keine Ahnung. Das soll bestimmt ein Ablenkungsmanöver sein oder so. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ob das Jesse war oder einfach das Viech, was hinter mich gesneakt war, weil wir hatten... Den anderen Stalker, den haben wir gerade vorher auch nicht geholt. Ah, komm, scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Gib mir bitte den Pfeil wieder. Dankeschön. Also nicht nur Headshots. Ich glaube, das ist einfach zufallsgeneriert. Okay. War jetzt so gut. Müssen wir hier wirklich lang? Ich höre nichts. War's das? Ja. Ah. Glaub schon. Danke, Jesse. Vielen Dank, wirklich. Hier hoch, ne? Ja, okay. Da geht's nicht lang. Wir sind auf jeden Fall hier hoch. Jesse? Jesse? Jesse?
Jesse? Wo ist der denn jetzt hin? Okay. Ja klar, warum auch nicht? Das sind mehr! Bitte was? Ach Gott. Okay, Jesse, dann hau mal raus. Oh, fuck you! Okay. Okay, das war's. Erkannt. Wie eine Sackgasse. Der. Ich glaube, du hast recht. So, wer ist denn hier gestorben? Was ist denn hier passiert? An das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unsere Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen? Und sagt mich, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Der gute Jensen. Ach, jetzt auf einmal weiß er, wo es lang geht, oder was? Ach, komm schon. Na komm, okay. Okay, also das ist wieder nur optional, ne? Ist ja nicht schlimm. Wir haben wieder ein bisschen Rüstung bekommen. Ich meine, Los, Team Jackson. Was für verfickte Arschlöcher. Treffend formuliert. Nein, ich will... Den muss er sich verdienen. Den hat er sich noch nicht verdient. Los, Team Jackson. Hello, darkness, my old friend. I've come alone to you and then. Echt jetzt? Du lässt mich zappeln? Oh, sorry. Kalt, Mann. Sorry. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich habe ihn hängen lassen. Vielleicht kann das nochmal probieren irgendwann. Vielleicht bin ich dann ready. Aber jetzt gerade war ich noch nicht ready. Tut mir leid. Tut mir leid, Jesse, ey. Entschuldigung. Nee, ich fand, er hat sich noch nicht bewiesen. Das muss ich, bin ich ganz ehrlich. Okay. Hier lang. Also hier lang oder was? Nach dir. Ja, komm, trau dich. Wow. Was hier? Oh. Jawohl. Ah. Okay, der will da rein. Oder wir wollen da rein. Oder wir müssen da rein. Ich weiß es nicht. Ich guck nur gerade, ob wir wirklich hier rein müssen. Okay. Auf geht's, Jesse. Mal sehen. Warum machen wir das nicht andersrum, dass er da durchgeht? Ach so, okay. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Ich wäre gekommen, weißt du.
du gesagt hattest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja. Ja. Genau das habe ich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Jesse mal kurz das Herz gebrochen. Weil ich Asiate bin, ey. Junge. Sag mir wenigstens, dass hier ein bisschen Zeugs gibt. Was ist das hier? Ist das eine Bücherei oder was? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Sehr schön, da haben wir es doch. Och, wie süß, Kinder. Oi. Ab auf den Thron. Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Junge, das ist Alice im Wunderland. Das mag sein. Das ist Alice im Wunderland, Mann. Was willst du eigentlich? Hattest du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja. Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Und darf ich das lesen? Ja, ich will das lesen. Okay, pass auf. Echt hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Feldpferd. Es ist etwas, das mit dir passiert. Wenn ein Kind ja, dich sehr... Ja, wir plaudern später. Wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt, nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt. Tut das weh? Fragte der Hase. Manchmal, sagte das Feldpferd, denn es war immer ehrlich, wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Uff, das ist aber deep, ne? Ich weiß, dass du aufgebraucht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch, aber du darfst nicht so schreien. Ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. War das jetzt eine Mama, die mit ihrem Kind geschrieben hat, oder was? Weil sie nicht so laut sein dürfen, oder wie? Ich wollte mich eigentlich mit dir weiterhin unterhalten, Jesse. Es tut mir leid, aber ich hatte gerade eine Seite gefunden. Und die klang weil sehr interessant. Wir überleben. Aha. Wenn wir zurück sind, besaufen wir uns und spielen Brettspiele. Aha. Alles soll wieder normal. Diese Reaktion von Ellie, Alter. Aha. Ich will nicht, dass Dina was trinken will. Wenn du meinst. Sie kann ja nüchtern bleiben. Ich meine, dieser Vorschlag klingt nicht scheiße, ne? Aber diese Reaktion von Ellie gerade... Okay, machen wir, Jesse. Wir sagen das jetzt, wir machen das, okay? Wenn wir wieder da sind, besaufen wir uns und spielen Brettspiele. Und ich hoffe, dass das wirklich eintrifft. Okay. Hat wohl jemand ein Buch über Verbrennungen gelesen, würde ich mal sagen, ne? Was ist denn hier passiert? Die Jungs haben es wirklich aufeinander abgesehen. Das geht schon seit Jahren so. Wie alles wohl angefangen hat? Wer weiß das schon. Wir sicherlich nicht. Oh, Pfeile. Explosionspfeil sogar. Jawohl. Oh, lol.
ist doch, das sind doch diese Scars, oder? Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Mhm. Besser ist. Es ist halt wirklich ein reines Gemetzel zwischen denen irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Oh Mann, ey. Wartet. Irgendwas? Jawoll! Danke, Spiel! Guck mal, das wird belohnt, Leute! Okay, wie weit ist das Riesenrad noch weg? Der Rückweg mit dem Boot wird bestimmt nicht einfach. Du kriegst deine Chance. Wir alle. Ja, normalerweise hat man vorher immer gesehen, dass die Scars irgendwie alles ausgerottet haben, aber es scheint so, als wären die Wolves hier so ein bisschen ins Gleichgewicht gekommen. Okay, Jesse, jetzt mach keinen Scheiß. Ich meine, wir haben jetzt wieder ein paar Leute hier vor uns. Wirklich jetzt. Ernst, okay? Hey, auf dem Gerüst. Was ist? Was witterst du da? Oh oh. Und? Weiter, Junge. Jesse, mach doch was! Alter! Jesse! Was ist mit dir, Mann? Fuck! Wo ist Jesse schon wieder? Er ist wieder einkaufen wahrscheinlich, ne? Ah, Mann. Okay. Wir machen das schon, Leute. Kriegen wir schon hin. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Wir müssen den Hund töten, Leute. Es geht nicht anders. Hast du was, Junge? Wo ist der Hund hin? Was ist denn mit dem Hund passiert hier? Ist er weggerannt? Danke, Monsieur. Oh, rechts auch, okay. Lass uns lieber nach rechts gehen. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir ihn da oben hinkriegen. Ja, kommt immer mehr, ist kein Problem. Kein Bock auf Party. Wo ist der Hund? Alter, das gibt's doch nicht! Oh,
Und war böse, geht nicht anders, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gebiet absuchen. Warte mal, wir können mal das Messer wechseln. Oben ist einer. Jawohl. Hast du einen Bogen für einen Pfeil für mich, mein Freund? Der hier umgefallen ist? Wo war denn das? War irgendwo da vorne, ne? Ja, ne. Danke, Jesse. Danke. Oh, dieser Bogen, ich liebe dieses Ding, ne? Ich glaube, das war der letzte. Ja. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Ich frag mich immer noch, wie die wissen, ob das die letzten waren oder nicht. Das frag ich mich halt. So. Nehmen wir Binnenmunition. Können wir. Pfeile können. Ah, können wir nicht machen. Okay. Was brauchen wir noch dafür? Klebeband. Steht so im Code drin. Wow. Toll. Danke. Spiele erklärt bei Lord Helm. Super. Zwei Pfeile haben wir jetzt noch. Was ist denn hier? Oh, lol. Mega geile Ecke. Wie eklig. Hier ist kein Zeug. Können wir vielleicht mal dahin gehen, wo die gerade rausgejumpt sind? Ich meine, da muss ja so ein bisschen was rumliegen, oder? So ein bisschen Munition oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Hier haben wir alles mitgenommen, ne? Sehr schön. Oh, nee, noch nicht. Jetzt aber. So. Okay, auf geht's. Jawohl. Haben wir noch ein bisschen mehr für Pfeile hier, bitte? Das wäre sehr schön. Oh, Schrotflintenmuni nehme ich auch. Kein Problem. Bin ich sehr gern dabei. Dann haben wir hier noch ein paar Papierchen. Jawohl. Wunderbar. Tabletten. Oh ja, hat sich sehr gelohnt. Immer schön die Ecken ausfegen, Leute. Wo geht's denn hier runter? Ah, hier. Oh, lol. Und hier geht's auch noch rein. Flaschen haben wir alles. Das haben wir alles. Sehr gut. Nächster Halt Aquarium, würde ich sagen, oder? Let's go. Oh, warte mal. Hier kamen wir schon her, ne? Die Tür ist verbarrikadiert. Okay, auf geht's. Komm, Jesse. Hopp, hopp. Jesse, los. Da, lass mich raten. Geht's nicht weiter?
Oder doch? Scheiße. Runter durch wahrscheinlich. Okay. Bin sogar sehr. Guck mal. Diese kleinen Ströme und das. Ich bewege mich nicht. Das ist sogar automatisch. Was für Details. Oh, nach links. Ja, nach links. Also manche Details sind ja echt, echt mega. Ich glaube, wir dürfen nicht, also wir können alle nicht bezweifeln irgendwie, dass das Spiel sehr geil aussieht, ne? Oh, oh. Aber ich finde das sehr schick, das Spiel. Ich glaube, ich werde das irgendwann nochmal auf dem größeren Fernseher spielen, einfach mal, damit man wirklich sieht, was das für Ausmaße hat. Gleich kommt Josie statt Jesse. Der Witz ist, Josie stand hier gerade neben mir und ist beim Pfeifen dann angekommen. Deswegen habe ich auch so nach unten geschaut. Oh, die Denkerpose, Wahnsinn. Jesse, kommst du oder was? Danke. Perfekt, okay, weiter geht's. Oh, oh. Sagen wir nicht, das war einfach nur umsonst. Hä? Ach nee. Hier waren wir noch gar nicht. Auf geht's. Komm, Jesse. Let's go. Weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Abfahrt. Warte mal, da bin ich doch gerade lang gelaufen, oder nicht? Bin ich jetzt komplett verloren? Wo muss ich lang? Oder wir? Vielleicht darüber? Okay, hier ist auch alles zu. Hier geht's auch nicht hoch. Hm. Habe ich irgendeine Tür übersehen? Jesse! Hilf mir! Mein Spiel führt uns offensichtlich hier hin. Oder war ich hier gerade noch gar nicht? Nee. So. War ich wohl. Ah, okay. Alles klar. Alles gut. Stimmt, hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Bestimmt wird's das sein, Jesse. Gute Nacht, Zockermiete. Komm gut ins Bettchen. Und wem du hast nicht gegessen? Hat dann endlich Urlaub, ist doch schon mal gut. Oh. Das Riesenrad ist aber immer noch so mega weit weg. Holy shit, ey. Alter. Scheiße. Zur Hölle kommen wir da rüber. Vielleicht über die Straße. Also die Trucks. Aber das ist verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Okay, das ist neu. Na los. Hier lang. Das ist neu. Find. And I'm gonna kill. Every. Last.